Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und dieses Video ist einzig und alleine entstanden aufgrund eines einzigen Kommentares. Und zwar der liebe Kevin, Mitglied aus unserer Community, hat mir geschrieben unter meinem letzten Video, wo ich die Eibach-Federn verbaut habe: Menschenskinder, Florian, du hast die Felgen falsch rummontiert. Und ich dachte mir so, was? Kann doch gar nicht sein. Lieber Jarek, hast du die Felgen falsch rummontiert? Und als ich das gelesen habe, war ich gestern Abend unterwegs auf der Autobahn und bin dann sogar extra rausgefahren, weil ich mir gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso sind denn die Felgen falsch rummontiert? Ausgestiegen, geschaut. Nee, alles in Ordnung. Laufrichtung passt. Also das ist das Erste, was ich kontrolliert hatte. Passt bei allen vier. Was soll das sein? Das passt doch eigentlich alles. Daraufhin hat dann der Kevin gesagt: Mensch, das Kind, nee, Florian, guck dir mal bitte die Originalbilder von Tesla an. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich gesehen, oder beziehungsweise wir gucken es mal kurz uns gemeinsam an. Ich blende mal hier das Originalbild von Tesla ein, wie das Model Y Performance aussehen soll mit den Felgen. So sieht's aus. Ihr seht anhand der Felge, die Luft geht von innen nach außen. So. Und jetzt schauen wir mal an, wie das bei meinem aussieht. Juki, geh mal ganz kurz auf Seite. Schauen wir mal auf Seite, Hund. Hast du Sitz? Ja, da leg dich hin, genau. Also, schauen wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Wir sehen ganz klar, die Luft geht von außen nach innen. Und nicht wie bei Tesla abgebildet, von innen nach außen. So, jetzt schauen wir uns das auf der anderen Seite an. Jetzt gehen wir rüber und schauen uns das auf der linken Fahrerseite an. Und hier sieht man schon ganz klar, okay, hier ist es wie abgebildet. Von außen, von innen nach außen. Also, was stellen wir fest? Auf der linken Fahrerseite passt es, auf der rechten Fahrerseite passt es nicht. Warum ist das so? Naja, ich gehe davon aus, Tesla hat nur eine einzige Felge, die sie produzieren, und die stecken sie halt auf die linke und auf die rechte Seite drauf. Und einmal passt es und einmal passt nicht. Jetzt habe ich aber auch keine Ahnung, wie viel aerodynamisch das Ganze auf der linken Seite besser ist gegenüber auf der rechten Seite jetzt. Weil diese 21 Zoll Turbinenräder haben ja natürlich nicht nur die Aufgabe, schön auszusehen, sondern auch aerodynamisch die Reichweite oder eine aerodynamische Optimierung zu vollziehen. Und ob das jetzt kann, keine Ahnung. Also zumindest auf der linken Seite hätte ich gesagt, ja. Aber auf der rechten Seite, ich weiß es nicht so richtig. Tesla ist damit aber nicht alleine. Also auch andere Hersteller machen das so. Zum Beispiel bei Mercedes weiß ich es bei den Bremsscheiben, bei den gelochten Bremsscheiben. Auf die linke Seite passt das Lochbild, auf der rechten Seite passt es wiederum nicht. Also das hat was mit der Fahrtrichtung zu tun. Und hier ist es anscheinend genauso. Wem ist denn das schon eigentlich aufgefallen an der Stelle? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Stört euch das? Das würde ich auch gern wissen. Ich sehe es jetzt und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich uncool, weil jetzt weiß ich, dass es von links und rechts ein bisschen unterschiedlich aussieht. Für viele mag das jetzt Haarspalterei sein. Ja, ich sehe es jetzt halt. Ich hatte schon in meinem Eifer zuerst den Termin bei Tesla ausgemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, das Kind, ihr müsst das Ganze tauschen. Und dann habe ich aber andere Instagram-Bilder und YouTube-Videos studiert und habe gesehen, Mensch, das Kinder ist bei denen anscheinend auch überall so. Und habe dann ganz schnell den Termin wieder gelöscht. Das sollte jetzt nur ein Kurzvideo sein, damit ich das einmal geklärt haben, oder ich wollte es einfach einmal kurz geklärt haben, warum das so ist oder wem schon aufgefallen ist. Das war jetzt einfach ein Kurzvideo. Ich wollte einfach einmal kurz die Situation klarstellen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Großes Video folgt am Sonntag. Ich sage Servus und Ciao, euer Florian.